Servus Leute, da sind wir wieder zurück mit Civilization Beyond Earth. Oh, und bei mir regnet gerade ein Heiligenschein runter wegen der Musik. Es ist unglaublich geil. Na, wie geht's euch beiden? Ganz gut. Bin noch nicht gestorben. Jo, noch Leben. Keine riesenbleche Armee, die uns alle vernichten wird. Ich weiß ganz genau, dass das nur in deiner Fantasie war. In meiner Fantasie glaubst du, hältst du mich wirklich für so bescheuert oder wie drücke ich es am besten aus? Hältst du mich wirklich für so unterbelichtet, dass ich glaube, dass du keinen Angriff startest? Wie auch immer du meinst, aber wir werden schon sehen. Was ich sehe, du hast, glaube ich, das Panoptikon gebaut. Ist das nicht eines der Militärwunder? Ich habe nicht gebaut. Also Mr. XP. Achso. Hab ich? Sie haben irgendwas erforscht. Panoptikon, warte mal. Wunder, Gebäude, Anzeigen. Ja, das habe ich gebaut. Und das ist ein Militärwunder, habe ich recht? Aber es bringt plus ein Kultur. Ja, ein Kultur ist kein plus Grund, um ein Kultur. Wunder zu bauen, sage ich mal. Doch. Plus ein Kultur. Das könntest du auch billiger kriegen. Ich weiß aber... Nächste Runde, oder? Es macht keinen Reiz. Ja, ich glaube, ich schon dreimal gedrückt. Oh, hier werde ich unter Druck. Ja, klar. Unter Druck. Klar wirst du unter Druck gesetzt. Ohne Ende, Mann. Meine arme Blase. So ist das. Das ist meine Hauptstadt. Meine Hauptstadt habe ich umgenommen. Wo ist es? Ich will das jetzt wissen. Alle Militäreinheiten erhalten plus Einsicht. Ja. Aber also, du siehst, du musst nicht vor mir Angst haben, sondern vor Mr. XP. Ja, ich kann nicht sehen. So. Bam, ja, weißt du, ne? Ich hab auch schon langsam so das Gefühl, ne? Wir haben jetzt alle verbesserte Brillen, ne? Okay. Ja, plus ein Weichhund. Glotzen wir euch in Grund und Boden. So, schalten wir mal erstmal wieder alle Sachen ein, damit ich mich wieder zurechtfinde hier. Wo ist denn die neue Station aufgetaucht? Hier ist auch was entstanden. Ach nö, ich habe keinen Erkunder. Wir haben das ja jetzt gerade... Ach doch, warte, da unten ist einer. Aha, sehr gut. Wir haben das ja jetzt gerade eben erst wieder neu gestartet, um dort weiterzumachen. Und deswegen bin ich gerade noch etwas verwirrt, was meinen Status und meine Kräfte so angeht. Was ist denn los hier? Und ihr hängt mich beide ab, Mann. Naja. Oh, komm, ich will von Schleppseil richtig aus. Die strategische Musik kommt gerade so richtig durch. Ich angel mit Nobis. Mach das. Hilfe, irgendwer. Stat Minenbau, du kannst mir doch sicher helfen. Ich vermute nicht, um ehrlich zu sein. Och Mann. Wie sieht das eigentlich aus gerade? Neue Forschung zum Wählen. Furchtbar. Ja, du, was mache ich jetzt? Ich bin gerade schwer überfordert. Mal sehen, was ich noch nicht geforscht habe. Vielleicht hilft mir das irgendwie. Ah ja. So, und wir haben nur noch... Wie viele Runden? 73. Runde. Oh, ich dachte, wir wären schon weiter. Ja, nein. Dann haben wir noch 27 Runden ungefähr. Weil es geht ja nur bis Runde 100. Aber ich vermute, dass ich in der Zeit keine Chance habe, Mr. XP aufzuholen, wenn er 100 Wieso? Punkte vor mir ist. 100 Punkte? Kann sich rechnen? Knappe 100 Punkte. Ja, jetzt hast du 350, ich habe 255. Das sind Sei ungefähr nicht so 100 pessimistisch. Punkte. Das hat nichts mit Pessimismus, sondern was mit Realismus zu tun. Wer weiß. Außerdem greifen mich gerade die Aliens an. Hallo, Warte, habe ich hier eigentlich schon? Nein, habe ich nicht, Damage. Ja, ich habe... Gesundheit, plus eins. Och Jungs, müsst ihr mich denn so verarschen? Das ist ja furchtbar. Egal, ich nehme jetzt einen anderen Sitzplatz. Ist kein Bock mehr zu warten. Sitzplatz?
Ja, er setzt sich jetzt einmal auf die andere Seite. Dramatik zu erzeugen. Ah, du, in diesem letzten Civ-Update, die haben ja alles kaputt gemacht. Also das gibt's ja nicht mehr. Wieso? Ich habe mir gerade erst eine neue Taktik angelernt zwischen dieser und der letzten Aufnahme und alles ist verändert worden, was mit dieser Taktik zu tun hatte. Danke, wirklich alles. Danke, wir werden nicht sterben. Das ist extrem scheiße. Zum Beispiel die Lernzentren, also was du als Wert forschen kannst jetzt, in der Akademie-Modernisierung, das gibt jetzt nur noch plus 1. Vorher hat das, soweit ich weiß, plus 2 gegeben. Wir balancieren das Spiel jetzt aus. Das hat nichts mit ausbalanciert zu tun. Das hat was mit Scheißdreck zu tun. Kein overpowered Blacky mehr. Wenn ich overpowered gewesen wäre, dann wäre ich jetzt Erster. Nein. Doch. Overpowerte unterpowered halt. Oh, ein kostenloser Wert. Wow. Diese Tiere. Hi. Die Viecher, die machen mich fertig. No? Ihr seid so still. Ich bin ja gerade dabei zu überlegen, wie ich die nächste Stadt nenne. Jolohausen. Swag City. Komisch, dass man hier aber nicht irgendwie so Satellitentechnologie erforschen kann und dann irgendwie den ganzen Planeten sieht. Ja, das ist wirklich schade. Ich meine, das war immer beim alten Civi immer so, dass so, jetzt kann ich euch alle sehen, ihr werdet sterben. Mhm. Naja, genau. So bis die Städte. Jetzt kannst du zwar Satelliten in Orbit schießen, aber kannst ja nicht so viel sehen. So. Sollte vielleicht auch nochmal irgendwann an meinen Städtenamen umeinander basteln. Ich nicht. Ich hab eine. Ich hab nur meine Hauptstadt ist umbenannt. So, wo ist die Scheißstadt? Hä? Die rote Sonne. Bitte sag, du bist. Nein. Na, Handelsschiff, so. So. Ah, endlich mal ein gutes Update. Mother. Echt mal furchtbar hier. Jetzt wird wenigstens angezeigt, bei den Handelstrupps wird jetzt endlich angezeigt, was nach wohin geht. Damit man sich das nicht immer denken muss, auswendig irgendwie. Da bin ich sehr zufrieden mit. Okay, ja, das ist ein Argument. Xenomasse soll die vielleicht auch noch abbauen lernen. Bis zum Schluss irgendwie sowas. Das andere schaffe ich sowieso nicht mehr. Ich versuche mindestens bis Ende der Zeit nicht mehr ganz unterzugehen, wa? Bau den Schiff. Sowas, ja. Wird sowieso nicht klappen, aber naja. Lieber versuchen. Scheiß Aliens. Ich hab ein Schiff von euch gesehen gerade eben. Hm? Ah. Was meinst? Ich vermute von Nomis. Okay. Warte mal kurz. Wenn es Nomis war, dann war es Nomis. Oh nee, dieser Erkunden hat sich schon wieder auf automatisch Erkunden eingestellt. Das gibt's doch wohl nicht. Mann. Leck mich, tschüss. So. Letzte Mission abbrechen. Alleine darauf ein. Keine Ahnung. Wieso? Ich kann mich mit nicht diesem blöden Handelsschiff nicht handeln. Jetzt um. Leck mich. Du sollst. Wir können mit dem Handelsschiff nur handeln und das können wir nicht mal. Oh, du sollst ihn lecken. Von oben nach unten. Und schön kreisend. Yay, ich geh dann mal.
Ich wollte handeln, nicht lecken. Geh doch zu Hause, du Alte. Warte mal. Das ist gerade nicht das Thema. Ernsthaft? Ich kann jetzt mit der blöden Stadt von Nomis handeln, aber nicht mit der roten Sonne. Oh, die ist sogar noch näher dran als die von Nomis. Da merkst du, wie sehr dich beleidigt. Nee, ich solltest schön langsam mal Krieg gegen ihn führen. Die Stadt von Nomis ist viel weiter weg als dieses blöde kleine Teil da, was mitten im Eis ist, aber damit kann man nicht handeln, weil. Nein, nein. Mhm. Schau, jetzt ist er schon über 100 Punkte vor mir, obwohl ich gerade eine neue Stadt gegründet habe. Das ist lächerlich. Ich vielleicht nicht. Ja, trotzdem. Ich meine, was soll ich denn sonst noch tun? Und dann erzählt er mir was von wegen, ich habe nicht. Ich bin pessimistisch. Du musst an dich glauben. Ich glaube an mich, aber ich weiß trotzdem, dass ich keine Chance habe. Das ist ein Unterschied, ja? Blinder Glaube ist nie gut. Komm, jetzt fass ich daran weiter, mir egal. So. Nein, ich nicht, ich gebe daran. So. We crushed him. Uh-huh. We make an amazing team. Dearly brings us to tears. Oh. We should do this more often. We thought it'd be better for the game if we did it this way. You know,